Oh. Es ist schon wieder soweit. Ja, genau, Moni, du hast es gut dazugelernt. Nicht bei einem Kochvideo hier dabei sein. Gut, ich habe ihn jetzt mit reingeschleppt, ich bin eigentlich selber schuld. Aber schön, dass ihr alle... Seht ihr mich überhaupt? Schön, dass ihr alle da seid, hier zu einem neuen Kochvideo auf meinem Kanal. Und es hat endlich begonnen, Leute. Die Kürbiszeit, die Herbstzeit. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ja, läute ich die jetzt hiermit offiziell ein mit diesem wundervollen Hokkaido-Kürbis, aus dem wir heute eine Kürbissuppe kochen werden. Und wie das genau funktioniert und ob die so geil wird, wie ich hoffe, das werden wir jetzt gemeinsam in diesem Video erfahren. Kommt mal rein. Und hier haben wir wieder alle Zutaten, die wir für das heutige Gericht brauchen werden. Ist gar nicht mal so viel. Und der Hauptdarsteller ist ohne Zweifel dieser, genau, Hokkaido-Kürbis. Insgesamt ungefähr 550 Gramm sollte der wiegen, wenn ihr für 4 Personen kochen wollt. Dann haben wir etwas ebenfalls sehr Orangenes hier am Start, nämlich Möhren. Davon braucht ihr ungefähr 400 Gramm. Und hier etwas ganz Besonderes, was in einer Kürbissuppe meiner Meinung nach auf gar keinen Fall fehlen darf. Das ist Ingwer und davon braucht ihr ungefähr ein 5 cm langes Stück. Ich sag einfach gar nichts. Danke, Moni. Komm, wir hatten das Thema gerade. Weg da. Danke. Neben dem Ingwer braucht ihr dann noch eine Zwiebel, die hier an dieser Stelle liegt. Dann ungefähr einen Esslöffel Butter. Circa 700 Milliliter Gemüsebrühe. Dann braucht ihr insgesamt ca. 350 Milliliter Kokosnussmilch. Ich habe jetzt hier eine 400 Milliliter Dose. Ob ich die ganz verwende, weiß ich noch nicht genau, aber sollte dem Ganzen auch keinen sonderlich großen Abbruch tun. Selbstverständlich braucht ihr auch wieder Salz und Pfeffer, aber das setze ich jetzt einfach mal als bekannt voraus, dass sowas in einem Gericht in der Regel mit dabei ist. Ne, Muni? Und um nochmal ordentlich Pep in die Kürbissuppe reinzubekommen, auch noch Sojasauce. Zu guter Letzt haben wir hier noch eine wundervoll gelbe Zitrone, von der wir aber nur den Saft brauchen. Wobei, Moment mal, da ist ja noch was. Was ist denn das da? Nein, Leute, das hier ist keine Petersilie. Der ein oder andere sollte das vielleicht erkennen. Das ist Koriander. Brauchen wir nicht explizit fürs Gericht, sondern später zum Garnieren. Aber Koriander ist eine, ja, wie Lakritze echt eine Geschmackssache. Wenn ihr Koriander nicht so gerne mögt, dann könnt ihr den natürlich auch weglassen. Wie gesagt, es ist nur zum Garnieren und nicht zwingend fürs Rezept nötig. Ja, das wären alle Zutaten, die wir heute brauchen werden. Und ich würde sagen, starten wir mal. So, bekanntermaßen beginnen wir in diesem Format ja immer damit, die Sachen erstmal vorzubereiten. Dafür brauchen wir ein großes Messer und einen solchen Sparschäler. Also ihr müsst nicht einen Sparschäler nehmen, aber es macht die ganze Sache leichter. Und erstmal beginnen wir damit, sowohl die Möhren als auch hier einmal den Kürbis und natürlich auch die Zwiebel, wobei da brauchen wir nur das Messer und eine Hand. Genau, das Ganze zu schälen. Achso, und ja genau, der Ingwer muss natürlich auch geschält und geschnitten werden. Aber wir beginnen jetzt hier erstmal mit der Möhre. Da fummeln wir erstmal die ganze Schale ab. Normalerweise könnte man sagen, ja, aber Moment mal, Daniel, die Schale ist ja das Gesündeste am ganzen, am ganzen Gemüse. Das stimmt auch, allerdings wird das am Ende püriert und Schale hat manchmal die Angewohnheit, dass es so nervige Stückchen drin behält. Also kommt immer darauf an, wie fein man das Ganze natürlich am Ende püriert. Ich mag es aber generell, wenn man es nicht ganz so fein püriert und dann ist Schale halt immer das, was am widerstandsfähigsten ist. Und deswegen machen wir die Schale hier einmal ab. So, die Möhren sind jetzt hier geschält, die legen wir erstmal zur Seite und machen weiter mit der Zwiebel. Da schneiden wir wie immer einmal hier oben den Kopf ab. Ihr seht, glaube ich, nichts, ne? Ich mache das mal lieber so rum. Genau, schneiden wir hier einmal den Kopf ab, dann halbieren wir die einmal. Ich glaube, ich habe das jetzt in jedem Kochvideo gezeigt, wie man Zwiebel schneidet, ne? Ihr müsst die einfach würfeln, Leute. Das kriegt ihr ganz sicher hin. Also im Grunde müsst ihr da auch nicht ganz so fein arbeiten, wie ich das jetzt hier gerade tue, weil... Wie gesagt, es wird nachher alles püriert. Ihr könnt es theoretisch auch in Riesenstücke schneiden. Aber ja, genau. Das ist einfach der Perfektionismus, der gerade bei mir kickt. Aber eine klein gewürfelte Zwiebel lässt sich am Ende auch besser andünsten. Deswegen mache ich sie jetzt so, wie ich sie mache. Genau. So, die Zwiebel packe ich mir mal eben hier in diese ultra praktischen Alubehälter. Die habe ich euch ja schon in mehreren Kochvideos gezeigt. Leute, kauft euch 30 davon. Ihr macht damit definitiv keinen Fehler. So, und wenn ihr das getan habt, habt ihr hier die Würfel einmal in der Schale, stellt das beiseite und jetzt kümmern wir uns hier einmal um die Möhren. Wichtig hierbei ist jetzt, dass ihr sie ungefähr genauso groß schneidet wie die Möhre, weil gleich alles zusammen angeschwitzt wird und weil es, wenn es unterschiedlich groß ist, verschiedene Garpunkte hat und verschiedene Garzeiten vor allem, sollte es ungefähr die gleiche Größe haben. Also jetzt nicht so riesen Klopper rausschneiden. So, man könnte jetzt natürlich auch nochmal durchgehen und daraus Würfel machen oder so, aber ich habe die jetzt sehr, sehr dünn geschnitten, wie man hier hoffentlich sehen kann.
Ja, dadurch haben sie eine etwas größere Auflagefläche als die Zwiebeln, aber von der Dicke her passen sie einigermaßen mit den Zwiebeln zusammen und deswegen sollte das so auf jeden Fall auch gehen. Aber wie sagt man so schön, man kann aus allem eine Wissenschaft machen, aber nötig ist es nicht immer. So, die Möhren sind jetzt auch alle klein geschnitten. Die kommen jetzt auch in einen extra Behälter. So, einmal hinein damit, liebe Möhrchen. So, ich würde sagen, als nächstes widmen wir uns hier mal dem Ingwer. Das ist immer so ein bisschen tricky, weil der halt so, ne, keine guten, geraden Flächen hat, die man da so gut schälen kann. Ich mach's trotzdem mit einem Sparschäler. In der Regel funktioniert das. Jetzt ist halt nur die Frage, welches Stück nehme ich oder wie groß wird das Stück. So. So, ich glaube, ich werde erstmal so ein Stück hier nehmen. Das sind ungefähr 5 cm. Ich denke, das passt soweit. So, wie man sehen kann, es ist ein bisschen tricky, aber ne, hier, es geht. Oh, und es ersprüht direkt diesen typischen Ingwer-Geruch. Ich liebe es sehr. Falls ihr übrigens nicht so scharf essen könnt, sei an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnt, Ingwer ist sehr, sehr scharf. Und je mehr ihr reintut, umso schärfer wird euer Gericht. Deswegen vielleicht damit ein bisschen Vorsicht vorgehen, wenn ihr empfindlich seid, was Schärfe anbelangt. So, der Ingwer ist jetzt ganz grob geschnitten. Hier an den Ecken hat er noch ein bisschen Schale, aber das tut dem Ganzen ehrlich gesagt keinen Abbruch. Jetzt nehmen wir uns den und schneiden den genauso wie die Möhren und die Zwiebeln in ganz kleine Stücke. So, der Ingwer ist jetzt hier ein bisschen kleiner geschnitten. Den tue ich jetzt einfach mit zu den Zwiebeln. Ich denke mal, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wird wahrscheinlich eh gleich zusammen angeschmort bzw. angedünstet. Genau, dann haben wir jetzt den Ingwer hier einmal mit bei den Zwiebeln. So, und jetzt kommen wir zum großen Hauptkandidaten, nämlich zu diesem wundervollen Hokkaido-Kürbis. Ist einer meiner absoluten Lieblingskürbissorten neben dem Muskat und dem Butternut. Der eignet sich definitiv für eine Kürbissuppe am besten. Wobei es natürlich auch sehr auf den eigenen Geschmack ankommt. Also wenn ihr sagt, irgendwie ihr mögt Butternut lieber oder wenn ihr den Muskat lieber mögt, ist das absolut legitim. Da könnt ihr natürlich die Suppe auch aus diesen Kürbissen machen. Aber ich kann den Hokkaido absolut wärmstens empfehlen. Und er ist wahrscheinlich auch den ihr am einfachsten bekommen werdet. Neben dem Butternut, glaube ich. So, Kürbis selber, muss ich gestehen, habe ich noch gar nicht so oft gemacht. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt mit einem Sparschäler gut funktioniert, den einmal zu schälen. Ich weiß, man kann die Schale mitessen, aber wir wollen das Ganze jetzt gleich würfeln und auch andünsten. Und da wäre die Schale tatsächlich ein ganz kleines bisschen kontraproduktiv. Und deswegen machen wir sie vorher ab. Kleiner Tipp am Rande, was ich gerade selber bemerkt habe. Es ist viel, viel sinnvoller, wenn ihr nicht so runterschneidet, sondern wenn ihr so runterschneidet. Das macht die Sache mit dem Sparschäler um ein Vielfaches einfacher. So, das untere Stück schneide ich auch mal eben ab. So, und da haben wir nun unseren fertig geschälten Hokkaido-Kürbis. Und jetzt wird's tricky, denn der muss ebenfalls in kleine Stücke geschnitten werden. Aber wenn wir den einmal in der Mitte durchteilen, genau, sehen wir, der hat nämlich hier innen noch das ganze Kernmaterial und das müssen wir jetzt erstmal rauspimmeln. Oh Leute, er riecht auch so gut, holy shit, ich freue mich drauf. Die Kerne müsst ihr übrigens nicht wegwerfen, theoretisch könnt ihr die auch aufsammeln, dann ein bisschen auf Krepppapier liegen lassen und ein bisschen antrocknen lassen und dann später in den Ofen und dann habt ihr geröstete Kürbiskerne, genau. Oder ihr pflanzt sie ein und macht euch einfach euren eigenen Hokkaido-Kürbisbestand. So, Stück Nummer 1 ist fertig und jetzt kommt noch Stück Nummer 2. So, und auch das Stück ist jetzt soweit ausgehöhlt, wie man sieht. Vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, immer wenn ihr beim Kochen seid, eure Arbeitsfläche nach jedem Schritt sauber machen, weil nichts ist beim Kochen wichtiger als Ordnung und Sauberkeit, damit ihr den Überblick behaltet, damit es hygienisch abläuft. Und vor allem, weil es auch mehr Spaß macht, wenn die Fläche sauber ist und ihr vernünftig arbeiten könnt, ohne dass euch alles Mögliche im Weg steht. So, nachdem der Kürbis jetzt hier soweit ausgehöhlt ist, muss er auch klein geschnitten werden, wie gesagt. Moment, da ist noch ein Kern. Und das machen wir jetzt. Denkt dran, dass das Ganze ungefähr genauso dünn geschnitten werden sollte, wie ihr das zuvor auch schon bei den Möhren und auch bei den Zwiebeln gemacht habt. Zwecks Gargrad. Wenn es ein bisschen dicker ist, ist auch nicht schlimm. Aber ist immer gut, da ein bisschen drauf Acht zu geben. So, auch diese Stücke. Jetzt habt ihr hier solche süßen Halbmonde. Aber die halbiere ich, glaube ich, nochmal. Die sind ein bisschen wuchtig. So. So, alles klar. Die erste Hälfte packe ich jetzt mit zu den Möhren, wenn es denn jetzt reinpasst, heißt das.
Was ist so geil, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video erkennen könnt, aber die Möhren haben so ein dunkles Orange und der Kürbis hat so ein ganz helles Orange. Das sieht so geil zusammen aus. Holy shit. Na, ich glaube, die andere Kürbishälfte wird da jetzt nicht mehr reinpassen. Müssen wir uns gleich was anderes überlegen. Ganz, ganz wichtig ist es, wenn ihr mit solchen großen Gemüsesorten oder generell mit großen Dingen arbeitet, die geschnitten werden müssen, legt euch das immer so, dass ihr eine feste Schnittfläche habt. Nicht, dass es irgendwie wackelt oder hier irgendwie auf der Abrundung und dann so runterschneiden, weil die Gefahr, dass ihr euch schneidet, ist so natürlich viel, viel größer. Deswegen legt es euch immer so, dass wenig Spielraum ist, wenig Möglichkeit, dass es hin und her wippen kann. Und dann könnt ihr auch viel, viel einfacher, viel, viel sicherer runterschneiden. Und auch die zweite Hälfte des Kürbis ist soweit jetzt in kleine, dünne Spalten geschnitten. Die passen jetzt leider hier nicht mehr zu, deswegen lassen wir die jetzt erstmal so auf dem Brett liegen. Aber tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wir können jetzt endlich damit starten, das Ganze anzudünsten und dementsprechend ab zum Kochtopf. So, wir sind jetzt nun hier am Kochtopf und wir machen den Herd an. Auf ungefähr mittlere Stufe und floppen da mal die inzwischen etwas sehr weich gewordene Butter rein. Ich muss mir abgewöhnen, die immer auf den Teller vorher zu legen. Ich zeige euch einfach demnächst die Butter und tue sie dann wieder in den Kühlschrank. Es ist so intelligent, Daniel. So, wie man sehen kann, wirft die Butter jetzt leichte Blasen. Ihr müsst aufpassen, dass es nicht so heiß wird, weil Butter hat einen sehr niedrigen Rauchpunkt und kann sehr schnell verbrennen und wird bitter. Also auf gar keinen Fall zu dunkel werden lassen. Und jetzt kommt direkt der Ingwer und die Zwiebel dazu. So, und das Ganze rühren wir jetzt einmal schön um und hauen jetzt auch schon direkt den Kürbis und die Möhren mit dazu. Auf jeden Fall ein sehr farbenfroher Topf, würde ich mal sagen. Das rühren wir jetzt auch einmal um. Aber das Ding ist, die Zwiebeln sind natürlich viel, viel schneller durch als alles andere. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Hätte jetzt gleich hergehen können und die Möhren und die Kürbisse zuerst andünsten können. Aber das ist mir erst gerade aufgefallen. Never mind. Der Grund dafür, dass wir das Ganze jetzt nochmal andünsten, ist, dass es noch mehr Geschmack abgibt, wenn es erwärmt wird und wenn, ja, auch die Zwiebel glasig wird, wenn die Karotte, weil zum Beispiel in Karotten ist sehr viel natürlicher Zucker und auch in Zwiebeln zum Beispiel. Und deswegen werden Zwiebeln auch süßer und Möhren auch, wenn man sie andünstet, weil das Ganze dann, ja, erwärmt wird. Ich kenne den chemischen Prozess dahinter nicht, es ist aber auf jeden Fall so und man holt einfach nochmal das Quäntchen mehr Geschmack raus, wenn man das andünstet, anstatt jetzt einfach die rohen Zutaten zu nehmen, das mit Brühe aufzugießen und einzukochen. Deswegen immer vorher andünsten, Leute. Und der Grund dafür, dass ihr Butter zum Andünsten nehmt, ist einfach nochmal, weil Butter halt Fett ist und Fett ist Geschmacksträger und generell macht Butter alles besser. Wenn ihr auf eure Linie achten müsst, dann nehmt, ja, Rapsöl oder so, aber Leute, es geht um den Geschmack, um den puren Geschmack und da solltet ihr Butter nehmen. Und keine Margarine oder so ein Blödsinn. Butter. Und es hängt jetzt auch langsam an, mega geil hier nach Kürbis, Karotten, Zwiebeln und Ingwer zu riechen. Also sprich alle Zutaten, die da gerade drin sind. Und es ist eine Offenbarung. Ich hoffe mal wieder, dass es so gut schmeckt, wie es riecht. So, das Ganze ist nun angedünstet und jetzt nehmen wir uns die 700 Milliliter Brühe, Gemüsebrühe an der Stelle, habe ich glaube ich am Anfang erwähnt, oder? Also falls nicht, Gemüsebrühe. Und das gießt ihr jetzt einfach mit auf die ganze Geschichte drauf. So, genau. Und das lasst ihr jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten langsam einköcheln bei, ja, niedriger Temperatur. Ich schalte das jetzt auf 5. Ich habe insgesamt 14 Hitzestufen, davon die 5. Dann könnt ihr euch ja ungefähr ausrechnen, wie das bei euch wäre. So Leute, ungefähr 20 Minuten später ist das Ganze jetzt soweit eingekocht. Ich glaube, man sieht auch schon im Vorher-Nachher-Vergleich einen deutlichen Unterschied. Ich habe leider keinen Stabmixer zu Hause, ist mir gerade mal so nebenbei aufgefallen. Ich habe hier nur so einen Smoothie-Mixer, wo man das Zeug halt reintut, dann drauf und dann hier oben so und dann brrrr, ne, kennt ihr ja wahrscheinlich. Und deswegen muss ich jetzt versuchen, die ganze Plörre hier einmal reinzubekommen, am besten ohne viel zu kleckern. Ich stelle mir das mal hier neben, ich glaube, das seht ihr gerade nicht. Ich habe hier neben eine Spüle stehen und versuche das jetzt einfach mal da reinzuschütten. So, oh Gott, oh Gott. Okay, das ging schon mal ganz gut. Aber ich glaube, den Rest muss ich irgendwie so da reinplumpsen lassen. Heiß. Oh, es passt gerade so rein. Okay. Ah, warte, da ist noch ein bisschen
Karotte und ein bisschen Kürbis und Zwiebeln. So, jetzt haben wir so gut wie alles raus. So, jetzt stellen wir das Ganze hier einmal oben drauf. So, packen den Deckel drauf. Nicht vergessen, Leute. Und dann pürieren wir das Ganze jetzt einmal durch. So, okay. Oh ja, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich rühre mal so ein bisschen um, weil das Ganze muss wirklich sehr fein püriert werden. Ja. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich probiere einfach mal. Ist sehr heiß. Ja, auf jeden Fall eine gute Grundbasis. Man darf nur nicht vergessen, da fehlt Salz, da fehlt Pfeffer, da fehlt die Kokosmilch, da fehlt die Sojasauce, da fehlt die Zitrone. Aber als Grundbasis schon sehr, sehr geil. Ich püriere das jetzt nochmal ganz, ganz kurz durch, aber dann sollte es auf jeden Fall passen. So, die ganze pürierte Kürbissuppe kommt, sag ich eigentlich immer Kürbis mit Ö? Die ganze pürierte Kürbissuppe kommt jetzt hier wieder in den Topf, den ich natürlich vorher nochmal sauber gemacht habe. So. Und ja, ich weiß, das sieht jetzt gerade mehr aus wie ein Mousse als wie eine Suppe. Aber da fehlen ja jetzt noch ein paar sehr, sehr wichtige Zutaten. Und deswegen wird sich das gleich auch schlagartig verändern. Einmal schön durchrühren. Oh, guckt mal, Leute. Wie geschmeidig die einfach ist. Die ist komplett glatt püriert. Da ist kein einziges Stückchen mehr drin. Und es ist kochend heiß und spritzt tatsächlich auch noch ein bisschen. So, jetzt gehen wir weiter im Text. Als nächstes packen wir hier die ungefähr 350 Milliliter Kokosmilch dazu. Wie gesagt, das sind eigentlich 400 Milliliter. Ich werde jetzt nicht direkt alles nehmen. Den Rest trinke ich so oder so. Ich meine, das ist Kokosmilch, das ist geil. Aber ja, kommt jetzt erstmal mit da rein. So, und das Ganze rühren wir jetzt nochmal mit unter. Und dadurch wird die Suppe auch schon viel mehr zur Suppe und ist nicht mehr so püreeartig. Oh, und dieser Geruch, Leute. Jetzt kommt dieser ganz leichte Kokosgeruch mit durch. Zusammen mit der Ingwer und dem Kürbis und es spritzt. Oh mein Gott, das ist eine geschmackliche, nein, keine geschmackliche, aber eine geruchstechnische Offenbarung. Ob es geschmacklich auch eine Offenbarung wird, das werden wir wie immer am Ende herausfinden. Dann nehmen wir uns einmal hier das Salz und salzen es einmal kräftig durch. Seid da aber vorsichtig, eine Suppe zu übersalzen ist etwas, was ihr wahrscheinlich nicht so unbedingt geil finden werdet. Deswegen, ja, wenn ihr nicht so viel Erfahrung mit dem Würzen von Gerichten habt, dann seid erstmal vorsichtig, nehmt erstmal weniger, rührt um und probiert. Und wenn es dann noch nicht diesen nötigen Salzgehalt hat, dann könnt ihr immer noch nachwürzen. Und das gleiche machen wir jetzt auch mal. Ihr dürft nämlich auch nicht vergessen, dass ja noch Sojasauce mit reinkommt. Und Sojasauce hat die Angewohnheit, dass sie von Natur aus schon sehr, sehr salzig ist. Und was man auch nicht vergessen darf, aber das spielt jetzt eigentlich eine kleinere Rolle, wenn es kocht, verdunstet nochmal Wasser und dadurch intensiviert sich das Salz, genau, weil halt dann mehr Salz auf weniger Flüssigkeit ist, wodurch es salziger wird. So, ich probiere mal. Noch ein Tick Salz kann mit dazu, aber nicht viel. Dann gehen wir über zum Pfeffer. Da sollte man auch vorsichtig sein, aber müsste jetzt nicht ganz so vorsichtig sein wie beim Salz. Also ich finde, überpfeffern ist relativ schwer, also da muss man schon komplett ausrasten und irgendwie komplett das Gefühl für Raum und Zeit verlieren, um das hinzukriegen. Aber ich liebe auch Pfeffer, muss nicht jeder so sehen. So, einmal probieren. Oh ja, es geht in die richtige Richtung. So, als nächstes geben wir einen kleinen Schuss Sojasauce. Ist die zu? Oh, die war noch zu. So, als nächstes geben wir einen kleinen Schuss Sojasauce mit dazu. Nicht zu viel, wie gesagt, sehr, sehr salzig und extrem intensiv. Und zu guter Letzt den Saft einer halben Zitrone. So, und die Zitrone verleiht der Suppe jetzt auch nochmal einen sehr, sehr frischen Nachgeschmack. Zitrone ist da so ein Wundermittel, wenn es darum geht. Ich tue tatsächlich noch ein ganz kleines bisschen Salz rein. Wie gesagt, man kann immer nachwürzen, aber seid vorsichtig. Boah, Leute. Ja, ich glaube, jetzt haben wir's. So, dann kommen wir jetzt mal zum Anrichten. Und ich habe mich fürs Anrichten für diesen Teller hier entschieden. Ich hätte jetzt lieber einen dunkleren genommen. Das hätte sich ein bisschen mehr mit diesem Orangenen so, ne, im Kontrast wäre das ein bisschen schöner gewesen. Aber ich hatte leider keinen dunklen Teller mehr hier. Egal, der tut's auch und vor allem hat er eine coole Form. Hier haben wir einmal unsere Suppe. So, und ich zeige euch jetzt auch mal meine bevorzugte Art und Weise, so eine Kürbissuppe anzurichten. Ihr könnt das natürlich nach eigenem Ermessen machen, aber ich finde persönlich, dass es so am besten aussieht und auch vor allem zueinander passt. Als allererstes nehmen wir uns hier einmal
die Kürbissuppe und gießen sie hier einmal in den Teller rein. Natürlich ein bisschen mehr darf sein. Nicht tropfen. Sie hat so eine geile Konsistenz, Leute. Es ist unfassbar. So, als nächstes nehme ich mir hier einmal Kürbiskernöl, steirisches Kürbiskernöl. Ne, passt, Kürbis, also mega geil. Und das Allerbeste. Ja, könnt ihr ein kleines Kunstwerk drauf malen. Nur der Perfektionist in mir sagt, niemals den Tellerrand treffen, Mr. Gimser. Aber ich glaube, ihr seht schon, das Kürbiskernöl bleibt oben liegen und ne, geht nicht unter oder vermischt sich mit der Suppe und sieht einfach nur sehr, sehr fancy aus. Und dann nehmen wir uns ein paar geröstete Kürbiskerne und verteilen die hier so ein bisschen oben drauf. Und wenn ihr richtig Bock habt, könnt ihr auch noch ein bisschen von der Kokosmilch nehmen. Ich hoffe, das geht jetzt mit der. Yes. Denn auch die bleibt oben liegen und gibt nochmal einen mega, mega Kontrast zu dem schwarzen Kürbiskernöl. Diese weißen, schwarzen Punkte zueinander. Es sieht einfach nur atemberaubend gut aus, finde ich. Und das Allerbeste, Kokosmilch ist auch mit im Gericht enthalten. Das ist immer so die Meisterklasse, so quasi darauf, wo es ankommt, dass man eben das Ganze mit Dingen garniert, die entweder passen oder sogar im Gericht mit dabei sind. So, und zu guter Letzt, um nochmal für ein bisschen Grün zu sorgen, unser Koriander, den wir jetzt hier einmal drauf drapieren. Und voilà, da haben wir unsere fertige Kürbissuppe. Und sie sieht wirklich, also ich finde, sie sieht mega geil aus. Was sagt ihr? Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich muss sagen, sie sieht wirklich wunderschön aus. Mit einem anderen Teller, mit einem dunklen Teller, wäre der Kontrast nochmal etwas geiler und es würde nochmal schöner aussehen, so ein ja, brauner Teller oder vielleicht sogar ein Holzteller oder so. Aber auch so macht das doch einiges her. So, Leute, da sind wir nun wieder am Essenstisch und die Kürbissuppe steht vor mir. Ich habe sie natürlich abgeschmeckt, dementsprechend weiß ich schon ungefähr, was auf mich zukommen wird, so ehrlich muss ich sein. Aber jetzt ist sie halt richtig fertig, mit Garnierung, mit allem drum und dran. Das Auge ist ja bekanntlich mit und ja, dann wollen wir mal gucken. Aber ich habe jetzt schon im Gefühl, dass es wieder kein Fail-Essen wird. Naja, egal. Entschuldigung. Ich mag keinen Koriander. Das schmeckt wie Seife. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr was zum Dekorieren nehmen wollt, dann nehmt Petersilie. Oder ihr mögt halt Koriander, aber dann seid ihr halt einfach keine Menschen. Sie ist wahnsinnig gut, Leute. Also ich kann wirklich nichts Schlechtes über diese Kürbissuppe sagen, außer den Koriander, aber der zählt ja nicht zum Essen direkt dazu. Ich liebe diese ganz, ganz leichte Ingwer-Schärfe, die im Hintergrund mitspielt. Und vor allem auch diesen leichten Kokosgeschmack, der auch noch mit dabei ist. Aber beide sind nicht so stark, dass man den Kürbis nicht mehr schmecken würde, der ja der Hauptakteur in diesem Gericht ist, und das sollte er auch sein. Aber er wird in keinster Weise irgendwie durch die anderen Zutaten untergraben. Und es ist wirklich eine... Es ist einfach lecker. Es ist einfach lecker. Was soll ich euch sagen? So, ich lüge euch nicht an. Es ist wirklich, wirklich mega gut. Und würde dem Ganzen tatsächlich... Warte, ich muss nochmal probieren. Ich gebe dem Ganzen 9 von 10 möglichen Punkten. Ich würde dem theoretisch auch 10 geben. Aber vielleicht könnte man noch so einen ganz kleinen Tick mehr rausholen. Mit viel Fantasie. Aber... Ne? Trotzdem, es ist eine mega geniale Suppe und ihr solltet die unbedingt zu Hause nachkochen. Es ist kein großer Aufwand, ihr habt es gesehen, es hat echt nicht lange gedauert, waren einfache Schritte. Ihr könnt quasi nichts falsch machen, außer ihr überwürzt, aber da habe ich euch ja gesagt, immer schön probieren, probieren, probieren. Und dann sollte sie bei euch genauso schmecken und vielleicht sogar aussehen wie bei mir. Und dann kann ich euch versprechen, dass ihr eure Familie, eure Freunde oder euren Freund, Freundin sehr glücklich damit machen werdet, vor allem jetzt zur Herbstzeit. Deswegen nachkochen, Leute. Und vielleicht habt ihr euch auch schon die ganze Zeit gefragt, was macht eigentlich dieser wundervolle Kürbis, der hier die ganze Zeit mit im Bild stand und auch hin und wieder im Kochvideo zu sehen war? Nein, das ist nicht ein einfacher Zierkürbis. Das hier ist ein Speisekürbis, ein Chamäleonkürbis, der im nächsten Kochvideo verwendet wird. Wofür genau? Das werdet ihr dann nächste Woche erfahren. Ich kann nur so viel sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, was daraus werden wird. Und vor allem, wie der hier schmeckt, weil ich habe noch nie mit einem Chamäleonkürbis gearbeitet.
In diesem Sinne, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite, wenn ihr keine weiteren Videos auf meinem Kanal verpassen wollt. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge meiner Kochvideos. Macht's gut, Leute. Ciao zusammen.